Wir sind das Team Point & Click, Interaction in Smart Environments. Wir wollen euch mit unserer Präsentation ein bisschen zeigen, was man in der Praxis machen kann mit der Informatik und dem einen oder anderen vielleicht helfen. Wo ist die Tastatur? Ein bisschen helfen, ob die Informatik für einen etwas ist oder nicht. So, was ist unser Projekt? Wir wollten eigentlich das Prinzip der Universalfernbedienung übertragen aufs Handy, damit wir die vielen Fernbedienungen, die man zu Hause hat, beseitigen kann. Also jeder kennt es, man hat einen Fernseher, eine HiFi-Anlage, alles Mögliche, was man steuern kann. Und mit jedem weiteren Gerät im Haushalt wird die Anzahl der Fernbedienungen einfach immer mehr. So, das Prinzip ist jetzt, dass wir das Handy nutzen, um alle Geräte zu steuern, die möglich sind. Also alle Geräte, die man implementieren kann, alle Geräte, die einen Netzwerkanschluss haben, könnten wir mit unserem System steuern, sofern wir dieses Gerät implementiert haben. Folgendes, unser System ist so aufgebaut, wir haben auf der einen Seite das Handy, das als Fernbedienung fungiert, auf der anderen Seite haben wir unseren Server, unsere Software, die wir geschrieben haben, die die Arbeit übernimmt, also die bekommt die Daten vom Handy gesendet, interpretiert diese Daten und sendet sie dann an das zugehörige Gerät. Wir sind bei dem Ganzen aber noch einen Schritt weiter gegangen und haben eine Kinect-Kamera in das System integriert. Die bietet uns einen entscheidenden Vorteil gegenüber anderen Systemen, weil sie einfach den Auswahlprozess der Geräte so intuitiv wie möglich gestaltet. Bedeutet, man muss nicht mehr auswählen per Liste oder auf der Fernbedienung Fernseher, TV, HiFi-Anlage, sondern man zeigt einfach aufs Gerät drauf und es wird auf dem Handy angezeigt und man ist in der Lage, das zu steuern. Wie das Ganze nun jetzt wirklich aussieht in echt, zeigen wir euch anhand einer kurzen Live-Demo. Dafür gebe ich auch kurz weiter. Geht das? Ja. Gut, kommen wir zur Live-Demo. Bevor ich ein Gerät steuern kann, muss ich mich zuerst am System anmelden. Das geht wie folgt. Ich starte unsere App. Und ihr seht hier den Screenshot unserer App. Also um mich anzumelden, hebe ich meine Hand und klicke auf den großen Button. Wenn das funktioniert hat, kriege ich eine Vibration und die Anzeige wechselt zur nächsten. Hier werde ich aufgefordert, jetzt auf ein Gerät zu zeigen, das ich bedienen will. In dem Fall diesen Media-PC hier. Also was mache ich? Ich zeige drauf und klicke. So. Hat das geklappt, lädt das Handy automatisch die Bedienoberfläche für dieses Gerät herunter und zeigt sie mir auf meinem Handy an. Jetzt kann ich ganz einfach und intuitiv das Gerät bedienen. Gehen wir mal nach rechts. Und jetzt wählen wir mal ein Video aus. Zum Beispiel das hier. Und siehe da, das Video wird abgespielt. Diese ganze Geschichte funktioniert natürlich auch mit mehreren Benutzern. Das heißt, wenn ich jetzt dazukomme, ich komme bei ihm daheim in die Wohnung, sage, ja, gib mir mal die Fernbedienung quasi. Bei uns läuft es so, ich melde mich an, werde in dem Fall registriert, bin jetzt im System bekannt und kann einfach sagen, ich wähle das Gerät aus, bekomme jetzt auch die Oberfläche angezeigt und kann das Video einfach anhalten. Das heißt, wenn irgendwie ein Freund zu euch heimkommt, er hat die App, er loggt sich bei euch ins WLAN ein und hat quasi, ihr habt quasi dieses Problem nicht mehr, eine Fernbedienung, wo liegt die? Und dann jeder hat seine eigene Fernbedienung und kann quasi sagen, hey, ich habe keine Lust auf die Sendung, ich schalte um. Wenn es wieder weiter gucken will, schalt einfach zurück. Und es werden maximal 6 Benutzer unterstützt, die gleichzeitig unser System bedienen. Weiter geht es jetzt mit dem Chris, der euch was zur Architektur unseres Systems erzählt. Danke. Ihr habt hier auf der Folie diesen groben Aufbau von unserem System. Einmal links oben das Smartphone, die Kinect, Server und jetzt als Gerät in dem Fall einfach ein TV. Ich will euch das an einem Beispiel erklären. Und zwar, wenn ich jetzt ein Gerät auswählen will, haben wir eben gesehen, ich zeige drauf, klick und in dem Moment passieren einfach 2 Sachen. Das erste ist, das seht ihr hier, das Smartphone sendet einen Befehl an unseren Server, übers WLAN in dem Fall,
Der Server interpretiert diesen Befehl. Was heißt, er interpretiert diesen Befehl? Der Server schaut, von wo, von welchem Benutzer kommt der Befehl, an wen ist er gerichtet, ist er an mich gerichtet oder soll er direkt an ein Gerät weitergegeben werden? Und das nächste ist, was für eine Art von Befehl ist es? Wenn ich ein Gerät auswähle, ist das eine Geste, ich zeige drauf. Das heißt, irgendwoher muss unser System wissen, wohin ich zeigen kann. Dazu fragt der Server die Kinect-Kamera ab, der bekommt Koordinaten von dem jeweiligen Skelett, also von Ellbogen, Handgelenk und so weiter. Und durch eine Kollisionsberechnung, die wir implementiert haben, berechnet er dann aus meinem Unterarm quasi meine Zeigerichtung und schaut, welche Geräte in dieser Richtung positioniert sind. Die Geräte sind modelliert als Kugeln. Das heißt, wenn wir jetzt hier wie in dem Fall die Leinwand haben, würde ich da eine Kugel drumlegen, würde sagen, positioniere die Leinwand dort und lege eine Kugel mit Radius 1 Meter drum zum Beispiel. Dann ziele ich drauf, treffe das Ding immer und kann es einfach ganz bequem auswählen. So, ich sehe das nochmal, er ermittelt die Zeigerichtung und wenn er die ermittelt hat und ein Gerät gefunden hat, liefert er die Bedienoberfläche, die ihr eben gesehen habt, an das Smartphone zurück. Das sind ganz normale HTML-Seiten, im Endeffekt Internetseiten, die in die App integriert sind und da angezeigt werden. So, der nächste Schritt ist dann die Bedienung, die eigentliche Bedienung des Geräts. Es geht wieder gleich los, das Smartphone schickt einen Befehl an den Server, der interpretiert ihn wieder, nur diesmal haben wir den Unterschied, dass er nicht selber was zu tun hat, sondern den Befehl einfach nur weiterzugeben hat. Das heißt, er leitet ihn weiter an das Gerät erkennt den Befehl und führt dann das Kommando aus, wie wenn ich jetzt hier das Video starte, anhalte, was auch immer. Die Geräte sind bei uns im Endeffekt als Plugins implementiert, das heißt, wenn ich ein neues Gerät steuern will, wird die Steuerung von uns implementiert. Noch, das ist ja ein Forschungsprojekt quasi, ich lade die Datei da rein und ab diesem Moment kann ich das Gerät steuern. Ich kann so viel davon steuern, wie ich will. Wir haben keine Begrenzung, wie viele Geräte in einem Raum sein dürfen. Es wird halt irgendwann ein bisschen viel, wenn 5 Geräte auf dem gleichen Tisch stehen, aber wir haben keine Begrenzung, was das angeht und sind da komplett flexibel. So, dann komme ich zum Ausblick. Was passiert mit dem System momentan? Momentan ist ein Kommilitone von uns, der bei der Gruppe dabei war, im Institut an der Weiterentwicklung des Projekts, der kann heute nicht da sein, der ist krank. Und zwar sind die momentanen Themen, dass wir neue Verbindungsarten implementieren. Das heißt, momentan können wir nur über WLAN Befehle verschicken an Geräte. Durch den Aufbau unseres Systems ist es aber auch ganz einfach zu sagen, ich stecke irgendwie einen Bluetooth-Dongle an den Laptop oder an den Server, was auch immer, schreibe eine Steuerung, eine Verbindungsart über Bluetooth und kann es einfach dann über Bluetooth steuern oder Infrarot oder Ultraschall, egal, es spielt keine Rolle. Man kann einfach alles implementieren. Der nächste Punkt, der ein großer Batzen ist, ist eine 3D-Visualisierung. Momentan ist es so, dass auf dem Server das Kinect-Bild läuft und eine kleine Bedienoberfläche mit dabei ist. Was aber natürlich viel schöner wäre, wenn ich ein 3D-Modell habe, auf dem Server, auf dem mir alles angezeigt wird. Wo sind die Geräte, wie groß sind sie? Wo ist die Kinect? Welchen Raum deckt die Kinect ab? Die kann natürlich nicht einen quadratischen Raum abdecken, weil das schafft sie einfach vom Weitwinkel her nicht. Und vor allem, wo bin ich als Benutzer? Das heißt, in der 3D-Visualisierung ist der Benutzer live in das 3D-Modell übertragen und man sieht quasi, wer ist momentan aktiv, wer ist angemeldet, wer ist nicht angemeldet. Und das große Ziel unserer Software ist der letzte Punkt. Jeder kennt es wahrscheinlich, die sogenannten Smart Homes, intelligente Häuser, in denen alles vernetzt ist. Da hat die Spülmaschine eine IP-Adresse, die kann man steuern. Und der Kühlschrank irgendwie sagt euch, was ist im Kühlschrank drin. Und darauf zielt unser System eigentlich ab. Das ist zwar so ganz schön, wenn man einen Fernseher steuern kann und vielleicht eine Anlage oder so. Aber das große Ziel ist damit, ein komplettes Haus zu steuern. Vom Licht, über die Rollläden, über HiFi, TV, alles Mögliche. Und das ist eigentlich das große Ziel des Projekts, wobei wir das wahrscheinlich nicht realisieren werden, weil wir jetzt damit sozusagen fertig sind. Aber das System wird immer weiterentwickelt an unserem Lehrstuhl, an dem wir es gemacht haben, am TECO, hier im KIT. Und wir hoffen, dass es irgendwann soweit ist, dass es wirklich einsetzbar ist in dem Smart Home.
Dann bedanke ich mich bei euch.